Da sind sie ja endlich. Warum sie da endlich sind, hat eigentlich folgenden Grund. Ich persönlich bin ganz großer Fan der Klasse Paare. Seht ihr das genauso? Absolut. Absolut, wir auch. Ne? Wir haben das relativ spontan begonnen letztes Jahr und hatten so viel Spaß, dass wir gesagt haben, wir machen das auch unbedingt weiter und wollen das auch weiterführen. Es ist auch immer, also wenn man das selbst hier live vor Ort sieht oder aber auch vor dem Fernseher, vor dem Bildschirm zu Hause, schade eigentlich immer. Es ist wirklich eine sehr interessante Klasse, aber es sind immer so wenige. Was denkt ihr, woran könnte es liegen, dass einfach zu wenig Paare sich vorbereiten, unabhängig davon, dass es nicht jedes Paar schafft? Ja, also ich glaube, das ist auch der Kasus Knaxus. Ich glaube, wenn man das als Paar macht, das ist so anstrengend auch für eine Beziehung. Also wenn man nicht beide 100% geben, dann wird es halt echt schwierig, vor allem dann, wenn beide dann einen anstrengenden Tag hatten, dann nochmal das Paar-Posing plus halt die Einzelklassen, also wir sind ja noch in so Einzelklassen aufgetreten, aber es ist halt wirklich als Paar, also für uns ist es ein echter Segen gewesen, weil man dann halt nochmal mehr Gas gegeben hat. Also, glaube ich sofort. Frage an den Mann, ja. Wer ist schlimmer, Mann oder Frau? Auf Diät? Ich würde sagen, es hält sich die Waage, tendenziell bin ich ab und zu mürrischer, ja, ehrlich. Deine Antwort? Ich stehe dem dabei pflichten. Also, ja, es ist wirklich so. Das höre ich aber ganz oft, ja, dass wir Männer wirklich echt fies werden. Ich bin nicht schlecht gelaunt, aber ich bin halt ruhiger. Mürrisch und braucht dann meine Ruhe. So. Das ist schon mein Manko. Dürfen wir euch in Zukunft noch mal als Paar auf der Bühne sehen? Ja, auf jeden Fall. Beide synchron auf jeden Fall. Ja. Dann würde ich an dieser... Ich wollte nächstes Jahr ein Jahr Pause einlegen, nach so vielen Jahren jetzt. Aber versprecht uns, dass ihr wiederkommt. Ja, definitiv. Habt ihr gehört? 1,2 Millionen Zuschauer haben das gehört. Von daher wünschen wir euch noch einen super schönen Abend hier in Bochum. Feuert die anderen Athleten schön an und macht euch einen schönen Tag heute noch. Ja? Dankeschön. Ciao.